Ein herzliches Willkommen zurück zu Super Mario Galaxy und momentan nehme ich leider nur sehr, sehr kurze Aufnahmen auf. Das heißt, ich habe schon wieder kaum einen Plan, was wir hier gemacht haben und was wir hier noch so vorhaben. Wir werden aber erst einmal in die Bücherei sehen. Haben wir vielleicht eine neue Geschichte? Scheinbar haben wir das nicht. Schade eigentlich. Okay, wir haben, so glaube ich, zuletzt auch mal den zweiten Bowser besiegt. Also Bowser zum zweiten Mal besiegt quasi. Das Schlafzimmer haben wir hier. Da haben wir noch ein paar Powersterne zu sammeln. Aber was wir hier auch noch haben ist... Uah, Moment. Hoch hier. Genau, wir können nämlich noch höher... Und da oben haben wir den Maschinenraum mit weiteren extrem hart zu erkämpfenden Powersternen. So, und da wollen wir mal zunächst hineingehen und die nächsten Powersterne sammeln. Ich denke, das können wir so machen auf jeden Fall. Also, rein hier. Und dann schauen wir mal. Wir könnten eventuell mal zum Reifenozean reisen, zur Reifenozean-Galaxie. Ich würde sagen, dahin, dorthin kann's gehen. Jag den Meeresganoven. Okay, hört sich nach Need for Speed an. So, oh verdammt, ein Hai. Ach du Schreck. Okay. Das ist ein echt wirklich ein Reifen. Das ist schon sehr beeindruckend hier. Okay. Da draußen ist keiner. Wo draußen ist keiner, lieber Todd? Tja. Man weiß es nicht. Können wir wegen des Ganoven nichts unternehmen? Nö, können wir nicht. Probier mal mit einem Panzer zu schwimmen. Wer bist du? Du bist doch einer vom Suchtrupp. Das ist also der Meeresganove. Dem werde ich mal eine verpassen. Tja. Und am Ende macht's wer? Natürlich wieder wir. Wir sind hier auf der Suche nach Powerstern. Aber im Moment haben wir andere Probleme. Tja. Und alles nur wegen diesem einen Ganoven. Moment hier mal. Haben wir da hinten eventuell irgendwo auch ein Panzer? Denn einen solchen brauchen wir normalerweise ja auch. Was haben wir da hinten? Ein weiterer Typ vom Suchtrupp. Von hier aus kannst du sehen, dass der Ozean ein riesengroßer Ring ist. Ja, das stimmt. Ein sehr, sehr krumm und schief. Aber egal. Sehr, sehr schiefer Ring. Gut, aber sei es drum. Schwimmen wir halt mal zum Meeresganoven. Schububidu. Du bist fertig. Und zwar im Nu. Aber ich glaube, so ganz ohne Panzer wird es hier schwer. Wer bist du denn? Ein Freund der Pinguine? Wenn du dieses Meer zurückhaben willst, musst du durch die 8 Ringe schwimmen. Was? Aber ich hab doch nicht mal, Hilfe? Okay, schwimmen wir mal durch. Irgendwie. So, hua. Contenance. So, wir sollten uns auch mal vielleicht einen Panzer gönnen oder so. Wow, denn so können wir doch viel besser schwimmen. Zumindest so einigermaßen. So. Ich muss aber sagen, der Ganove ist an sich doch ganz nett, oder? Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber... geht einigermaßen. So, Reifen Nummer 4. Auch wenn die 5 draufsteht. Verdammt. Jetzt Nummer 5. Ist an sich alles kein Problem.
nur am besten nicht in diese Strudel kommen. Weil diese Strudel könnten, glaube ich, sehr gefährlich sein. Nummer 3 haben wir auch. So. Verdammt, hier wird's gefährlich. Verdammt, verdammt, verdammt. Wo ist der jetzt? Da hinten. Okay. Nein. Uah. So. Wir haben es geschafft. Und da hat der Genove einen Powerstern für uns. Mensch. Das war ja leicht. Was sagst du jetzt? Nicht schlecht für einen Menschen. Ein Hai, ein Wort. Du kannst nun frei im Meer schwimmen. Na also, haben wir dem Pinguin auch mal geholfen wahrscheinlich. Hoppa. Und haben zudem noch einen Powerstern ergattert. Hua. Schububidoo. Sehr schön. Powerstern Nummer 50, so glaube ich. Cool. Jagd den Meeresganoven erledigt. Okay. Dann geht's nochmal hier hoch. Und ich würde mal... Was? Schattenkomet? Schon wieder ein weiterer Komet? Das muss doch nicht sein, aber gut. Wir fliegen mal einfach hin. Was heißt nochmal Schattenkomet? Ich hab's wieder vergessen. Im Anflug auf Schattenkomet. Überhol den Schatten. Nur wobei? Beim Reifen durchschwimmen? Oder wobei? Da hinten. Da ist ein Powerstern. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hin? Und wie können wir unseren Schatten bezwingen? Oh oh. Du Penner, du. Okay, 3, 2, 1, los geht's. Gut. Uah. Wir greifen uns mal ganz fix das Teil hier und folgen dem einfach mal. Ich denke mal, bei diesem ersten Versuch müssen wir hier irgendwie Gas geben und einfach mal folgen. Damit wir diese Route auch erkunden können. Das war jetzt, glaube ich, auch schlecht von mir. Das war sehr schlecht von mir, das Teil abzugeben oder wegzugeben. Das heißt, wir haben schon verloren. Wir haben verloren. Na, super. Aber immerhin kenne ich jetzt die Route einigermaßen. Und das heißt, wir können dieses Mal Gas geben. Natürlich wollen wir es jetzt noch einmal versuchen hier. Eine Sache der Ehre. Ja, Schnauze. Jetzt geben wir Gas. 3, 2, 1, los geht's. Ein weiteres Mal. Hua. Was? Der klaut uns. Klaut er uns etwa Sternteile, der Penner? Na, ich will doch nur runter. Wieso taucht er nicht? Scheiße. Und wir werden schon wieder verloren haben. Aber wie doof. Wir geben trotzdem Gas. Eine Sache der Ehre. Aber aller guten Dinge werden wohl 3 werden hier. So, können wir eventuell hier weiter durchschwimmen einfach und dann hoch oder so? Manu! Mann! Sehr gemein. Und allmählich gehen uns auch die Leben aus. Hm. Egal, nochmal. Jetzt aber. Ja, Schnauze jetzt. So. Wenn nicht jetzt, wann dann? Würde ich mal sagen. So. Hua! Nein, tauch! Das ist nicht zu glauben, wir haben schon wieder verloren. Mann, ist das doof.
Da wollte er gerade nicht tauchen, einfach so. Mann, Mann, Mann. Okay, jetzt müssen wir uns was einfallen lassen. Wenn es irgendwie geht. So, sind wir jetzt vorne? Nee, ne? Wir sind nicht vorne. Das ist aber knapp, muss man zugeben. Sehr, nein! Och nö, jetzt knall ich hier auf den Boden auch noch auf. Scheiße. Das ist aggressiv machen, wirklich. Mann. Aggression pur. Noch ein Leben. Scheiße. Es wird knapp. Ja, Schnauze. So, 3, 2, 1, meins. Jetzt aber. Hua, bam. Gib Gas, Junge, gib Gas. So. Es wird auch dieses Mal wahrscheinlich zu knapp werden, glaube ich. Habe ich gerade so ein Gefühl, aber mal sehen. Gib Gas, Junge, gib Gas. Wir haben noch ein Leben. Das müssen wir jetzt irgendwie schaffen. Hoffentlich. Hopp, hopp, hopp. Gib doch Gas. Ich will doch den Hechtsprung machen, aber es klappt nicht. Doch, wir haben es dieses Mal geschafft. Und haben uns den Powerstern geschnappt. Manometer. Was für eine extrem schwere Geburt. Puh. Überhol den Schatten. Geschafft. Powerstern Nummer 51. So, haben wir hier nicht auch noch einen Luma irgendwo? Mir ist irgendwie so, als hätten wir noch einen. Ah, der hier draußen war ja anscheinend nicht. Also hier jetzt so nicht. Hä? Oder haben wir den Luma schon gefüttert? Ich glaube nicht, oder? Wo ist denn der? Ist er hier? Da ist er, ja. Tatsächlich. Lalala, komm schon, gib mir Sternteile. 800 Stück will ich davon essen. Na dann mal zu. Fress dich satt. Lieber Freund. Das war's. Mein Bauch ist mal wieder sowas von randvoll. Verwandlung. Und da ist eine neue Galaxie geboren worden. Sehr schön. Und da können wir rein. Aber ich möchte auf jeden Fall mal ein paar Leben sammeln. Denn uns gehen hier in der Tat die Leben aus. Tja. Und die gute Prinzessin Peach scheint hier keine Liebesnachrichten mehr zu schreiben. Keine One-Up-Pilze mehr zu schicken. Sehr gemein. Dann sammeln wir halt mal Leben. Kann ja auch nicht schaden. So, 2 haben wir. Aber da geht noch mehr. Der hat hier tatsächlich keinen Brief. Der muss doch mal einen Brief haben. Und da ist Luigi. Unser Kumpane. Sorry. Ha, ich bin fix und alle. Die restlichen Powersterne überlasse ich dir. Was? Der hat noch fast gar nichts gemacht. Der Faulpelz. Diese 2-3 Sterne und dann dreimal gerettet auch noch. Mann. Na, sei es drum. Der ist alle. Machen wir den Rest halt selbst. Ich würde mal sagen, in der nächsten Folge werden wir dann mal den Kometen oder die Galaxie erkunden, die der Gourmet-Luma geschaffen hat. Also, bis zum nächsten Mal und bis dahin, macht's gut.